Was ist das denn hier? Ist das eine Plattform, die nach oben geht? Offensichtlich. Was haben wir davon? Ah. Artefakt oder einfach nur Hacksilber? Oh, toller Fund. Eine Kalion-Ziege, okay. Das ist einfach nur Schutt. Sind das einfach wirklich irgendwelche Spawn-Punkte? Ich habe keine Ahnung, für was diese komischen Dinger hier sind. Hm? Oh, hey, Atreus, machen wir was. Tja, war ein Versuch. Was? Was? Oh, das... Hey, was ist denn? Was haben wir da? Was ist hier? Hallo? Guten Tag? Wer hat euch denn hier gerade zu der Party eingeladen? Holla die Waldfee. Ja, Flash, kannst du mal abhauen. Oh, die sind ja auch noch Level 4. Ist nicht dein Ernst. Ich habe übrigens erst gestern... Nein, doch, gestern? Vorgestern bemerkt gehabt, dass ich hier die ganze Zeit mich hätte heilen können. Nein, ich bin tot. Tote stehen nicht auf. Okay, da haben wir schon den ersten Punkt. Den... Ach ja, warte mal. Oh, verdammt. Ich vergesse gerade die Steuerung. I don't know why. Okay, dich kann ich nicht einfrieren. Atreus, spiel nicht hier auf dem Boden rum. Oh, was denn? Ich sag's, Sherlock. Dafür brauche ich keinen Arzt, der mir das sagen tut. Es ist schön, dass du bereit bist, aber ich bin nicht bereit, weil hier überall Flash am Spielen ist. Ich will überhaupt nicht irgendwie so einen schweren Angriff machen. Ich will überhaupt gar keinen Angriff machen, weil ich jederzeit irgendwie von Flash hier umgenietet werde. Oh, ich hätte so gern passive Heilung. Nein, 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 nein. Nein! Okay, dass der mich jetzt nicht getroffen hat, ist irgendwie ein Wunder. Jetzt kommt der doch da hinten, oder? Ja, da dachte ich mir doch. Ich spiele vielleicht wie der letzte Noob, aber hey, immerhin bin ich noch am halbwegs am Leben. Das tut auch nicht einfrieren, na super. Nein, was mache ich denn da? Das eigentlich machen bringt ja nichts. Einfrieren ist ja hier nicht. Also ich würde ja gern einfach nur den Hardhitter erstmal wegkriegen. Das Blöde ist halt nur, alle sind Hardhitter. Einfach weil sie so ein scheiß hohes Level haben. Nein! Jetzt rennt gleich schon wieder einer, oder? Ja, sag ich doch. Nein! Ich muss hier gerade echt sowas von übervorsichtig einfach spielen. Anders geht's nicht. Nein! Okay. Gut, dass du den getroffen hast, sonst wäre ich gerade tot. Den habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Ja, danke. Das wird mich aber auch nicht gerade irgendwie davor schützen zu sterben. Okay, danke, dass du in die Laufbahn gerade geklatscht bist. Das, oh. Einer weg. Das ist der Dicke, da ist der Dicke, da ist der Dicke. Nein, das ist wieder der Flash. Nein, 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 nein. Wo ist der Flash? Das ist doch gerade hinter mir. Ich mag es nicht, wenn er hinter mir ist. Oh, verdammt. Es ist auf jeden Fall wenigstens jetzt etwas weniger stressig. Was du nicht sagst? Kraft Dracula! Ich will echt einfach nicht nahe kommen. Oh, ciao! Sag mir nicht, das hätte ich die...
Okay, ich dachte, der hätte jetzt wieder sich hier hochgeportet. Sag mir jetzt nicht, das hätte ich die ganze Zeit machen können. Wow, dann hätte ich den jetzt wesentlich früher killen können. Was kriege ich aus diesen dämlichen Klumpen da raus? Hoffentlich hat sich das gelohnt. Weltenstaub. Achso, wieder das komische Zeugs. Ja, gut. Kann ich bis jetzt noch nicht wirklich benutzen, glaube ich. Also kann ich nicht wirklich sagen, ob sich's gelohnt hat oder nicht. Hallo Aufzug, wie geht's denn so? Macht so viel Sinn, dass ich jetzt gerade diese Plattform benutze, um zum Boot zu kommen? Eigentlich nicht, weil mein Boot ist ja hier nicht. Oh doch, hey! Ich habe ein Boot hier. Was haben wir hier? Außer wieder einen weiteren Aufzug. Bringt er mich wieder zu einem komischen Block, wo ich irgendwelche Drauger, Häscher oder was auch immer, die einfach overpowered ohne Ende sind, umnieten muss? Hi. Da sind gerade einfach ein paar Leute aus dem Nichts gespawnt. Wenigstens machen die jetzt kein Problem, ne? Die hier durfte ich nicht einfrieren, oder? Warte mal. Oh, die durfte ich doch einfrieren. Hau ab mit deinem Eiszapfen da. Ja, ich mach ja schon. Hier, komm, hier, da. Kopf ab. Ja, da glaube ich dir gern. So kopflos lebt sie es halt nicht gut. Oh, stimmt. Hätte ich da jetzt die komischen Kohlepfannen anmachen können? Die kann ich auch nicht lesen, aber sie sind anders als die anderen. Wow, da hätte ich die auch sagen können. Dafür braucht man echt kein Detektiv sein, um das zu erkennen. Aha, noch mehr davon. Gut. Ach, aber hier komme ich hinter die Schlange, oder was? Wo ist denn hier die nächste Nebenquest? Ah, nee, das war die Kamera. Ist die da, hinter die Schlange? Ich hoffe mal, da komme ich hin. Ich mache nämlich erstmal hier die Nebenquest, bevor ich wieder weiter die Hauptquest machen tue. Wie komme ich denn jetzt da runter? Ja, gute Frage. Nächste Frage. Ich glaube, da kann ich gerade nicht lang. Verdammt. Ach, warte, wie? Ich hätte hier jetzt einfach genauso gut einfach hinfahren können. Na toll. Was ist denn das da hinten? Wir können mit dem Boot hier anlegen. Ach stimmt, jetzt merke ich gerade, da hinten, wo der Drache war, da waren ja auch noch so ein, zwei Kisten gewesen, glaube ich, ne? Halt die Klappe. Werd zu heiß. Was? Hi. Oh, was? Wie? Den habe ich einmal aufs Maul geklopft und der war schon betäubt. Das ist interessant. Das ist Wunder des geringen Levels. Ja, super. Nicht schlecht, oder? Ein ordentlicher Anfang. Hey, noch eine Feuerschale. Du möchtest sie bestimmt entzünden. Darf ich? Was? Was bist du am Reden? Ich hab nicht aufgepasst. Von was warst du am Reden? Schön, dass da gerade eine Krabbe vor deinen Füßen war. Muss ich das Ding drehen? Kann man das Ding drehen? Ach, vielleicht, wenn ich das hier ankloppe, tu. Ja, dachte ich schon. Ach super, jetzt drehen die sich alle komplett. Jetzt werden die auch noch immer schneller. Sag mal, wo bin ich hier gerade? Ah, okay, hätte ich das mal gewusst. Alle? Trinkpäckchen oder Apfel? Oder krieg ich jetzt was komplett Neues? Apfel! Okay. Oh, was hast du gelabert? Ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast.
Ich habe nämlich nicht richtig hingehört, um ehrlich zu sein. Der ist, glaube ich, tot. Junge. Ja. Ach so, das hier meinst du. Okay. Ist Quake hier. Oh, Geist. Glaube ich. Bleib. Hi. Werd hier mal lieber im Boden geblieben. Ja, da tut die Gitten. Oh, verdammt, meine Rage ist weg. Lass ich immer als dich hinbekommen zu blocken. Oh, willst du mal den Boden sehen? Es ist schön heute. Hier kann ich auch mal den Boden zeigen. Oder vielleicht auch eher die Unterseite meiner Schuhsohle. Die ist auch schön. Oh, Gesundheit. Ich glaube es nicht. Seid ihr beide? Seid ihr wirklich da? Oder fantasiere ich? Ich kann auch wieder weggehen. Ja, hallo. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal etwas auf den Inseln gesehen habe, das nicht tot oder verdorben war. Wie meinst du das? Die Verwüstung, Kind. Sie sucht dieses Land heim und wird mit jedem Winter schlimmer. Kennst du ihre Ursache? Ich vermute, es hat mit dem Erscheinen der Weltenschlange zu tun. Zusammen mit der anschließenden großen Flut. Viele ertranken. Ich selbst auch. Kurz darauf erschienen die Toten. Brauchst du irgendwas von uns? Junge. Ich wollte nur wieder mit jemandem reden. Ein Wunsch, den du erfüllt hast. Danke. Na, das war ja eine einfache Quest. Verdorbener Überrest, mystischer Überrest einer im Meer verlorenen Seele. Damit kann der vielseitige Kriegergriff verbessert werden. Okay. Das hört sich toll an. Ja, sehr. Das soll genauso gut einfach mit den ganzen Drauger oder so reden können, oder reden die nicht allzu viel. Ja, super. Ja, sag mal, bin ich gerade zu blöd zum Treffen? Na, geht doch. Wo muss ich denn überhaupt da hinten hin? Wie komme ich da überhaupt unten hin? Ich hau da gerade irgendeinen Eimer aus der Luft und weiß nicht mal, wie ich da hinkommen soll. Was kam da nochmal raus? Ich glaube Material, ne? Noch ein Schiffbrüllteil. Ach ja, genau. Ja, mach das mal. Mach das mal. Die waren ja auch noch hier, die Schiffbrüllteile. Stimmt ja. Und die Galionsfiguren habe ich auch bald komplett. Das ist auch schön. Wie zum Geier komme ich denn da jetzt runter? Hier offenbar wohl nicht. Ah, das geht wahrscheinlich nur auf der anderen Seite von Jürmengarde. Genau. An der Stelle, wo ich quasi nicht runter konnte, weil halt kein Fahrstuhl da war und ich wahrscheinlich auch erstmal hätte ein Boot benötigen müssen irgendwie. Na gut, dann auf zum nächsten Junge, Quest. Was habe ich dir über das Hilfeleisten gesagt? Das ist... Korrekt. Aber könnten wir Das nicht... ist keine Diskussion. Lerne dich zu konzentrieren. Unsere Reise muss deine einzige Sorge sein. Aber was ist, wenn sie uns helfen können? Der eine schien etwas über den See zu wissen. Und wie hilft uns das bei unserem Ziel? Wissen wir erst, wenn wir fragen. Ja. Und warum ist da ein versunkenes Schiff? Oder zwei? Oder drei? Oder vier? Ach, das ist gar kein Schiff. Das sieht nur so aus. Okay. Sollen wir hier anlegen? Nein, ich gehe einfach hier schwimmen. Sieht doch schön hier aus, ne? Für einen Badeurlaub. Todesinsel? Ja, das hört sich ja nicht schön an. Ich habe hier jetzt wieder irgendwelche Gegner, die Level 4, 5, 20 oder 30.000 sind. Und? Und was? Die Feuerschale? Wenn es sein muss. Junge, hierher. Quake hier. Kann ich das kaputt machen? Oh.
Was ist denn jetzt gespawnt? Ah, hi. Wieder so ein paar Eismännchen. Was? Wieso war der One-Hit down? Ja, toll. Schöne Eiswand. Sollte ich dich Danke? Sollte ich dich irgendwann mal als Eismann irgendwann irgendwo hinstellen? Hört ihr mal gefälligst auf? Ja, nette Eiswand. Es ist vorbei. Gut gemacht, Jungs. Dass ich so etwas noch mal miterleben durfte. Hat Spaß gemacht. Das kostet 4,50 €. Was willst du? Euch danken. Diese toten Häscher haben mich vor vielen Wintern ertränkt. Ich wollte sehen, wie sie ihre Strafe bekommen. Du bist nach der Überschwemmung gestorben? Das bin ich. Ich kam zum See der Neun, um Thiels Tempel zu plündern. Doch ich unterschätzte die Schwere der Verwüstung. Hast du noch andere Männer gesehen? Lebende? Einen Bärtigen mit Tätowierungen? Nur den, der gerade vor mir steht. Danke, dass ihr meinen Tod gerecht habt. Nutzlos. Naja, wir können nicht erwarten, dass alle etwas Nützliches wissen. Das ist eine Tätowierung? Ich dachte, es wäre die ganze Zeit eine Kriegsbemalung. Aber okay, erklärt, warum du die ganze Zeit diese Bemalung da an dir hast. Es ist ein Tattoo. Aber warum zum Geier ist das denn hier alles so voll mit Wasser? Nur wegen der Schlange? Es sei denn, hier ist vielleicht ein kleiner See gewesen und die Schlange hat irgendwie das dann wie so ein Damm alles blockiert. Das kann natürlich der Fall sein. Warum ist das denn hier? Kann ich mich hier abseilen? Offensichtlich nicht. Oder... Ey, das ist ein Rabe. Den erwische ich aber garantiert nicht von hier, oder? Da muss ich, glaube ich, auf diesem Schiff sein. Naja, erwische ich auch noch nicht. Gut, dann gehe ich mal runter. Oder vielleicht muss auch einfach das Wasser niedriger sein. Genau. Das kann auch einfach sein, dass der Wasserspiegel ein bisschen niedriger sein muss, damit ich dann überhaupt irgendwo eine Plattform habe, an der ich anlegen vielleicht könnte. Vielleicht hat er der Nächste mehr Informationen. Erwarte niemals zu viel, Junge. Geister sind selten hilfreich. Wieso existieren sie? Der Schnitt, mit dem man ein Leben beendet, ist nicht immer ein sauberer. Hast du andere Geister getroffen? Ja, viele. Wie waren sie so? Lästig. Oh, ich glaube, die meisten wollten deinen Tod, wa? Sorry. Stand's halt im Weg. Wo habe ich denn jetzt das Gold herbekommen? Aus der Leiche oder was? Ach, hier kann ich nicht anlegen, obwohl das nur ein paar Millimeter da weiter oben über mir ist. Menu. Was ist das denn hier für eine Giftwolke? Die kann ich garantiert nicht anlegen. Oh, oder vielleicht da vorne. Ich glaube, das ist die letzte. Die auch, oder? Na schön. Der Name macht wenigstens Sinn, obwohl ich bezweifle, dass das hier vorne Eisen ist. Ich glaube, das ist eher Gold. Ja, das sieht mir eher aus wie Gold. Oder Pyrit. Ansonsten sehe ich aber nicht gerade wirklich Eisen. Doch, wobei da hinten ist irgendwas rostig rot. Quakia. Na, wer kommt jetzt zur Party? Ja, ich weiß schon, dass da die Glubscher durch die Gegend fliegen. Und ich weiß, dass ich Leute einfrieren kann. Einfach nur, weil es mir gerade gefällt. Sag mal, sorry, kannst du mal aufhören? Ich bin gerade mit deinem Kollegen beschäftigt gewesen, ja? Dann brauche ich dir erstmal die Birne ab. Danke. Hier kriegst du eine Axt. Sind schon wieder welche Hi, guten Tag.
Das hast du toll gemacht. Es sah gerade für eine Sekunde so aus, als wäre sein Unterkörper plötzlich weg. Ich hätte mich dann doch sehr stark gefragt, wie hat Atreus das hinbekommen mit einem Bogen. Kannst du mal aufhören, Kunden? So. Ach komm. Ich kann doch nicht. Warte, diese blöden fliegenden Viecher nerven. Ihr, ich muss mit euch sprechen. Noch ein Geist, der etwas von uns will. Wie überraschend. Du redest doch gerade schon mit mir. Kann ich das? Ich kann den Bestiarium-Eintrag nicht mehr sehen. Egal. Was ist los? Ich kam mit einer Gruppe Händler an diesen See. Wir suchten Schutz vor der Verwüstung. Doch konnten wir wissen, dass es am See der Neuen noch schlimmer war? Wir können deine Fehler nicht ungeschehen machen. Das weiß ich. Aber ich fürchte um Kapitän und Mannschaft. Ich glaube, sie sind noch unter Wasser. Sucht ihr sie für mich? Gibt es etwas, das du uns im Gegenzug anbieten kannst? Ich kann nur wenig bieten. Oh, na, ich weiß nicht. Wartet! Bei meinem Tod trug ich ein wertvolles Erbstück. Es gehört euch, wenn ihr meine Leute findet. Gut. Danke. Du lernst dazu. Wait a second, ich krieg jetzt schon die Belohnung dafür? Warum haben du und Mutter nie von der Verwüstung erzählt? Ich spreche nicht für deine Mutter. Aber sie war nie meine Sorge. Und deine auch nicht. Ist es nicht unsere Sorge, wenn alles um uns herum stirbt? Der Gipfel ist unsere einzige Sorge. Ach ja? Wieso erkunden wir dann all diese Inseln? Ressourcen, die wir finden, verbessern unsere Ausrüstung. Wenn wir vom Weg abweichen, dann nur, um uns auf die bevorstehende Reise vorzubereiten. Gut, wenn das bedeutet, dass wir uns weiter umsehen und anderen helfen. Wir helfen anderen nicht. Nur wenn wir es müssen, um unsere Ausrüstung zu verbessern. Ne? Hast du nicht gehört, Junge? Krieg das Gold da weg. Und wo zum Geier soll denn jetzt die Belohnung sein? Ist das hier bei dem Schiff oder wie? Aber was? Aber dann kann ich das ja erst machen, wenn die olle Schlange sich wieder bewegt oder nicht. Warte mal, ich guck mal auch kurz auf die Map. Ist das das? Nein, das ist die Insel. Was ist das? Achso, das ist einfach nur Brock, genau. Ich glaube, ich habe dann wohl gerade alle Nebenmissionen hier in dem Bereich abgeschlossen. So wie das aussieht, kann ich dann wohl jetzt gerade nicht mehr machen. Gut, dann gehe ich dann mal zur Mitte. Muss ich dann wohl erstmal abwarten, bis ich dann wiederum irgendwas machen kann, um irgendwelche anderen Sachen noch zu kriegen. Ah. Hätte ich gern jetzt schon gemacht, aber gut. Man kann nicht alles sofort kriegen, ne? Was ist hier passiert? Schiffbruch. Ja. Ich meine, warum ist das passiert? Kapitän hat Führerschein im Lotto gewonnen. Ganz einfach. Da vorne muss ich, glaube ich, anlegen, oder? Ich glaube, ja. Ich glaube, das sind die Flaggen, glaube ich. Einfach nur Anlegepunkte. Wie lange glaubst du, ist das schon hier? Eine sehr lange Zeit. Kann ich das da anschießen? Ah, okay. Schade. Hab vermutet, dass wenn ich das komische leuchtende Ding da anwerfen tue mit der Axt, dass ich dann darüber kommen kann irgendwie. Wie kommt der Frosch hier hin? Ist das der Weg zum Berg? Sieht so aus. Das sind doch der bärtige Klotz und sein Sprössling. Ich hab da was für euch zwei. Brock? Aber wie bist du... Das geht dich einen Dreck an. Und jetzt rein hier. Ich hab was für euch. Und versuch bloß nicht, mir meinen Platz zu klauen. Ich war zuerst hier. Na gut. Wie ist der denn hier hingekommen? Und vor allem, wo kann sein Vieh jetzt plötzlich wieder her? Was er wohl will? Unsere Geduld testen. Wenn die Leute von meinem neuen Laden hören, kommen sie aus ihren Verstecken gekrochen. Sie werden sich prügeln, um meine Ware nur ansehen zu können. Wartet's ab.
Das bezweifle ich sehr, Kollege. Ich meine, dein Laden ist in einem Tempel oder was auch immer drinne, der jederzeit von dieser komischen Riesenschlange da hinten wieder unter Wasser gesetzt werden könnte. Ich weiß ja nicht, aber... Ich glaube, das ist nicht unbedingt gerade ein idealer Standort für einen Laden. Ja.